au, 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 das Feuer! Das Feuer hat uns wachgerüttelt. Wir sind wieder hier bei Beyond Two Souls und wir müssen dringend entkommen, bevor wir hier noch verbrennen. Das mögen wir ganz und gar nicht. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo rausfliehen können. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das erinnert mich stark an das Feuer von Heavy Rain. Da mussten wir auch entkommen, bevor die ganze Bude explodiert. Ich hoffe jedoch, dass hier nichts explodiert. Oh Gott. Stan, mach auf! Was? Oh Gott. Wo sind die anderen? Boah, ist hier über den Flur. Jimmy und Susie und Zoe sind oben. Los, raus hier, ich hol sie. Nein, 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 ich komm mit dir. Nein, nein, ich geh allein. Aber... Los, raus mit dir! So, immer raus mit dir. Wir kriegen das schon alleine hin. Oh Gott, da unten ist ja einer. Oh Gott. Das ist eindeutig zu heiß. Und das ist... Was für Aiden. Na komm schon. Na also. Susan, das Baby. Sie sind oben, hört ihr? Wir alles klar. Rausholen, bevor hier die ganze Bude abbrennt. Gut, alles klar, das schaffen wir. Das schaffen wir. Sie wollte zwar, dass Aiden jetzt hier die Tür aufsprengt, aber das haben wir auch ohne Aiden hinbekommen. Indem wir einfach mal den Fuß benutzt haben. Denn der Fuß, der brennt nicht so leicht. Der brennt eigentlich schon auch leicht, aber... Da hatten wir nicht so Probleme. Oh Gott. Wow. Okay. Ich denke, da oben. So, komm. Ich brauche Hilfe. So, da bist du doch. Komm schon, Jimmy. Spring. Spring. Nein. Nein, ich komme nicht raus. Kann. Ich komme nicht raus. Kann. Komm schon, spring. Wenn er nicht kommt. Dann zwingen wir ihn dazu. So, dann zwingen wir ihn dazu. Komm schon. So, dann übernehmen wir mal die Kontrolle. Hopp. Was? Was war das? Los, raus, raus! Das Baby! Los, rette das Baby! Gleich nebenan! Alles klar. Und wo nebenan ist das Baby? Ist das direkt da? Oder wo? Ich glaube, wir müssen die... Wow! Auch noch aus dem Fenster raus. Heieiei. So, da hinten scheint es irgendwo zu sein. Heieiei. Schnell, kommt schon, das Baby müssen wir retten, das Baby müssen wir retten. Und die Tuesday natürlich dazu, die Mutter. Nein, L1, R1. So, und jetzt eintreten. Mutige Jodie, mutig, mutig. Ja, da führt wohl nur noch ein Weg hier raus. Nämlich durch diese Tür. Muss ich jetzt Aiden? Jawohl, der muss die Tür aufmachen. Nein, werden wir nicht. Kann Aiden nicht zufällig auch Feuer auspusten? So. Aiden beschützt euch vor dem Flammen. Denk nach, die Wand. Die sieht doch gut aus. Jetzt durch mit dir. Ab, ab, ab. Wir wollen alle retten.
niemanden zurücklassen. Schnell runter, lauf! Die Treppe, die Treppe. Hoffentlich hält die Treppe noch aus. Wow! Alles okay? Ja! Geh weiter! Okay, schnell raus hier! Wir finden schon einen anderen Weg. So, wahrscheinlich wieder zum Fenster raus. Nehme ich an. Oder wo müssen wir lang hier? Wo befinden wir uns gerade? Wir können gerade nicht Eiden nehmen irgendwie. Müssen wir jetzt hier durch? Darunter? Nee. Wir müssen bestimmt noch weiter hoch, oder? Aufs Dach. Haben wir hier überhaupt ein Fenster oder sowas zum rausklettern? Ach, Herr Jemine. Wow. Heieiei. Oh Gott, nicht nach unten drücken müssen. Springen. So, und jetzt? Das ist der einzigste Ausweg. Wow. Nicht schlecht. Matrix-mäßig. Jody. Oh mein Gott, du bist am Leben. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast, aber das war unglaublich. Zoe, wie geht's Zoe? Gut. Sehr gut. Wie kam es bloß zu dem Feuer? Heieiei. Oh, jetzt kommen die Gangster schon wieder. Ein Feuerzeug und die Ratten springen aus dem Nest. Pfeif darauf, Happy End. Ich sag dir, wir sehen uns, Biststick. Gott, du Gott. Hey, lass ihn in Ruhe. Ganz ruhig, Kakerlaken. Schluss mit Helden sein, oder? Nein! Ach, herrje. Die sind wirklich mordlustig. Ja, Mann, ist alles drauf. Okay, dann komm, los, weg. Ach, herrje. Hat sie ganz schön eins drauf gekriegt. Da kommt schon der Krankenwagen. Wir brauchen Sauerstoff. Nein, ich darf nicht sterben. Ich darf nicht sterben. Jody, nein. Hätten wir da jetzt eingreifen können, bleib bei uns. Dann hätte ich die umgebracht, glaube ich. Die Schlägertypen, solche sind immer die schlimmsten. Am besten gar nicht weiterleben lassen. Nanu, ein Licht. Das sieht mir wie Eiden aus. Der heilt uns bestimmt. Bist du ja. Na, wie geht's dir heute, Jody? Gut? Okay, wir setzen das hier jetzt hin. Ist nicht schlimm. Genau wie eine Krone. Die ganzen Erinnerungen, die jetzt hochkommen. Wow.
Bin ich tot? Nanu, mein Fernsehen. Über einer Wasseroberfläche, wie es aussieht. Okay. Na gut, ich muss näher rangehen. Was ist das nur? War das jetzt sie selbst, die ein Kind kriegt, oder ihre Mutter? Wer war die Frau? Warum zeigst du mir das? Ist sie meine Mutter? Und jetzt gehen wir schon wieder auf eine Fläche zu. Die Kinoleinwand nähert sich. Die Zukunft sah aber ziemlich bitter aus. Jetzt müssen wir diesem Leuchtstreifen folgen. Wow! Wieso will sie eigentlich immer bei ihm bleiben? Das verstehe ich nicht ganz. Wow. Krankenhaus. Scheint jetzt länger hier gelegen zu haben, oder? Die hat auch keine Haare mehr auf einmal. Mussten sie bestimmt nähen. Ach, jetzt habe ich erstmal den Punkt gesehen, dass wir hier was machen können. Dann langsam aufstehen. Nanu. Okay. Warum haben sie gleich die ganzen Haare rasiert? Und nicht nur da, wo die Wunde war. Na okay, muss ja gleichzeitig nachwachsen. Okay. Scheint hoch oben zu sein, irgendwo im Krankenhaus. Oh, sogar Blümchen hat hier jemand uns hingestellt. Ich hab den Job. Dieses kleine Apartment. Mir geht's ganz gut. Komm wieder, Jody. Wir vermissen dich. Uiuiuiui. Unseren Straßenjungs scheint es ja besser zu gehen. Haben sogar einen Job gekriegt. Der eine zumindest. Wie es den anderen geht, das weiß ich noch nicht genau. Wer ist das? Zoe wird heute 3 Monate alt. Ach. Ich erzähle ihr oft von dir, damit sie weiß, was du für sie getan hast. Oh, und ich benutze übrigens wieder meinen richtigen Namen. Ich heiße Lysa. Ah. Jetzt fehlt nur noch was von dem Schwarzen. Hat er uns auch ein Geschenk dagelassen? Oh, wo geht's hier lang? Ach, hier geht's raus. Sie liegt schon seit Monaten im Koma.
Können wir zu ihr? Wir sind von der CIA. Sie wird gesucht wegen Verrats. Also, wir haben einen Haftbefehl, wenn Sie den sehen wollen. Okay. Ich bringe sie zu ihr. Verdammt! Warum wollen die zu uns? Warum nur? Warum das? Und wo können wir hin? Uns unterm Bett verstecken? Im Schrank. Nee, das geht nicht. Nein! Also, wo ist sie? Ja, merkwürdig. Das ist ihr Zimmer. Sie müsste hier sein. Scheiße. Sie ist aus dem Fenster raus. Das ist unmöglich. Wir sind im 5. Stock. Sie kann nicht durchs Fenster. Beende das. Die Kleine darf nicht entwischen.